Willkommen am Fedaya-See, der zwischen Marmolada liegt und dem Padomkam. Da wir hier in einem ladinischen Gebiet sind, heißt dieser See auf Ladinisch Lac de Feder und auf Italienisch heißt es Lago Fedaya. Wir sehen hier die westliche Staumauer des Fedaya-Sees, über 600 Meter lang. Dieser Stausee wurde in den 50ern gebaut und 1956 ging es ans Netz. Nun gehen wir mal auf Suche der Vergangenheit. Hier sehen wir eine Feldküche des Ersten Weltkrieges. Ja, das ist eine Feuerstelle, die während des Krieges für die Soldaten benutzt wurde. Alte Schützengräben des Ersten Weltkrieges. Hier verlief im Ersten Weltkrieg die Front zwischen Österreich und Italien. Das ist die Straße, die auf der Staumauer verläuft. Und ganz oben im Sattel sieht man die Seilbahnstation von Porta Vescovo. Das Wasser ist eiskalt und kristallklar. Es ist ja das Wasser, der von dem Gletscher hinunterkommt. Wir sehen hier links einen Teil der Marmolada und rechts das weiße Gestein des großen Vernell. Das ist der Avisio-Bach, der hoch oben in der Marmolada entspringt und auch diesen Stausee speist. Natürlich gibt es viele kleine Bächlein und Gewässer, die dann in diesen See münden. Für Nico ist es natürlich ein Spaß, hier im Wasser zu planschen. Und nun, liebe Freunde, grüße ich euch und auf ein Wiedersehen und sage Tschüss.